Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, einen guten Morgen. Ich bin unterwegs mit Bibi. Bibi ist hinten drin und ich bin verabredet zum Shoppen und zwar mit meiner Freundin. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe Anastasia zu Hause noch gestillt, aber ich habe trotzdem auch ein Stillkleid an, falls sie zwischendurch wieder Lust hat auf einen Snack. Ja genau, ich freue mich riesig aufs Shoppen. Ich hoffe, dieses Mal kann ich so ein bisschen nur für mich gucken, weil wenn ich unterwegs bin, dann neige ich immer dazu, eher für die Kinder zu schauen, anstatt für mich. Aber dadurch, dass ich jetzt eine Freundin heute dabei habe, sollte das klappen. Ich werde Anastasia in den Kinderwagen nehmen, den habe ich auch hinten dabei und ich werde jetzt meiner Freundin Bescheid sagen, dass ich endlich da bin und dann geht es los. Ich nehme dich heute ein bisschen mit. Ich hoffe, du hast Lust, shoppen zu gehen mit Bibi. Dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Justus Auto. Ja, er hat hier so viel Werkzeug dabei, weil er immer ja zum Architektenhaus fährt und dann da irgendwas misst und irgendwas kaputt macht und so. Alles. Kann losgehen. Ich habe übrigens auch ein Tuch dabei, falls sie lieber ins Tuch möchte. Und ich habe mein Trinken vergessen, fällt mir gerade auf. Das Einzige, was ich für mich einpacken wollte, habe ich vergessen. Egal. Da ist sie. Und holt mich ab. Hast du schon was geshoppt jetzt? Nein, ich habe dir doch das mitgebracht. Hast du mir was? Ach so, ja? Stimmt. Ja. Achso, dann tue ich das erstmal ins Auto, genau. Ne? Okay, warte, komm. Oh, süß. Bibi, ist lange nicht mehr gesehen, ne? Nee. Wartest du lange? Nee. Das ist nur mit der Schule klären gerade hin. Was? Das erste Ziel, Bäckerei, und zwar die leckersten Macarons. Die zeige ich dir später, die essen wir gleich nämlich im Auto. Ja, Anna hat sich auch eingenommen. Ich habe 4 Stück. Super. Anna hat sich eingeholt. Hast du keine Tüte bekommen? Nein. Willst du in meine reintun? Ja. Du kannst ja unten in den Kinderwagen. Ach, jetzt habe ich diesen Regencape mit. Vergesse nicht, in meinem Auto zu lassen. So, okay. Wir können überall gucken. Wollen wir erst hier? Ich bin offen für alles. Ja, dann lass uns hier gucken. So Herbstsachen für mich. Ach, das ist das. Das benutzt du? Nein, ich meine, das, sowas bräuchte ich ja. Ja, aber das wäscht man doch aus. Ja, ist doch gut. Das wäscht man aus? Ja, das kann man mehrmals benutzen. Genau. Und hier gucke ich gerade, was ich brauche. Hier kann man sehen, was für schöne Muster da rauskommen. So Röschen sind auch hübsch hier. Ja, das habe ich. Das ist wirklich gut. Kannst du Kuchen drauf machen, dann kühlt es ab. Mache ich immer alles drauf. Soll ich das mitnehmen? Was meinst du? Aber passt da alles dran? Ja, du musst ja ein Stück wahrscheinlich abschneiden. Wie? Also, weil das wird jetzt ja nicht reinpassen. Ja, ja, eben. Und dann musst du ein Stück schneiden, also das Kleinste, ne? Also du schneidest es, aber das musst du waschen. Ja, deins musst du doch auch waschen. Die Spülmaschine. Immer waschen. Das geht doch auch. Nee, das geht nicht in die Spülmaschine. Nein. Ja, dann. Wir gucken noch. Ganz verzichtlich. Oh, ich liebe es. Wir sind jetzt in so einem Geschirr, Küchen, Sachen, Laden mit auch Küchenmaschinen und so. Was ist das? Zu Brötchen? Ja, ja, ja. So ein Muster, ne? Ja, sind auch toll. Aber ich mache ja keine Brötchen mehr, die gelingen mir immer nicht. Noch mehr Küchenzeug? Nee, die ist zu schwer. Ich habe ja extra so einen Krug, der leicht ist. Ja, ich weiß. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja. Auch hübsch, ne? So schierig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er wieder ausverkauft. Hast du so einen Pinsel? Was für einen Pinsel? So ein Pinsel, so ein Backpinsel. So einen habe ich irgendwann geschenkt bekommen. Ist gut, ne? Gut so? Ja, ich liebe den noch das. Kaum benutzt. Ach so. Aber was benutzt du denn dann? Ja, zum Einfetten zum Beispiel. Okay. Ja. Hier sind ja auch tolle Förmchen drin. Wo ist da eine Spinne? Ja. Was? Ein Oberlangbein.
Diese Mini-Spinne, die haben wir gar nicht gesehen. Du bist ja echt schlimm. Du bist ja schlimm. Okay, so, wir haben jetzt was Krasses gefunden. Also ich habe, warte, wo ist denn meine, das ist so, meine Haube? Oh Gott, meine Haube. Ja, die ist so cool. Oh mein Gott, genau das Ding habe ich ja gesucht. Ich brauche das. Ich will das unbedingt haben. Weil ich habe ja so eine Glasglocke, aber darunter schwitzt der Kuchen immer. Und das brauche ich einfach für den Fliegenschutz. Deswegen nehme ich das auf jeden Fall mit. Guck mal, ob die noch sowas haben hier. Und ich nehme auf jeden Fall auch noch diese Spritzbeutel hier mit. Und jetzt suche ich noch diese Spitzen. Waren die da drüben eigentlich günstiger? Hast nicht geguckt, ne? Ich gucke gerade. In dem anderen Laden. Ja, aber ich weiß nicht, doch die waren da günstiger. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Form ich jetzt nehme. Das sieht schon echt schick aus alles. So, wir gucken jetzt Babysachen. Babysachen. Ich habe schon wieder. Ich wusste es, dass ich Babysachen kaufe, ne? Aber auch richtig süße Sachen gefunden hier. Schon wieder sehr rosalastig, aber. Was ist das denn? Ein Drache. Oh, okay, sie mag Musik. Ja, sie mag Musik, mag das wirklich. Cool. Du bist ja auch gemein, ja komm, ja. Okay, aber dann müssen wir es kaufen. Darf sie nicht haben. Knistert und macht piep piep. So, wo sind wir jetzt gelandet? Bei der Unterwäsche. Ja, dann drin wir. So, wohin? Zur Kasse, ne? Zur Kasse? Brauchst du noch Socken? Nee. Müssen wir hier zur Kasse oder können wir nicht oben? Ja, wir können auch nach oben fahren. Perfekt. Shoppen wir noch was anderes, oder? Oder shoppen wir nur hier ja, Küchensachen? Ja, wir könnten noch mal hoch, oder? So ein Waschel. Okay. Holt gerade was zu trinken für uns. Und Anastasia braucht auch eine kurze Trinkpause. Da kam sie. Hast du noch was zu essen geholt? Machen, habe ich dir mitgebracht. Oh, danke, danke. Tu einfach rein. Was hast du dir geholt? Ich habe mir so einen Eiskaffee geholt. Ohne Strohhalm? Das ist neu. Ich glaube, wir werden alt. Das müssen wir irgendwie so umknicken und dann kann man das so trinken. Oh. So. Sicher? Ja. Ich habe es mir vorher angeguckt. Okay. So, Anastasia trinkt auch gerade. Ich habe auch so Durst. Soll ich auch machen, deine Flasche? Nein, warte kurz. Bis sie fertig ist. Anna hat den Muffin geholt auch noch. Doch, die Torte muss ja auch noch. Quatsch, doch. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Echt? Ja. Oh, du bist so süß. Oh Gott. Das ist meine Lieblingsfreundin jetzt. Ja. Bist du auch ein Stück? Nee, nicht. Ich mag das nicht. Ich habe das nur geholt, weil er hat gesagt, für 20 Cent. Ach so. Und dann habe ich gesagt, okay. Anna versucht abzunehmen und kauft mir so einen Schokomuffin. Oh, der ist aber lecker. So, wir wollen jetzt essen. Anastasia ist gerade schon eingeschlafen und ich mache ihr jetzt die Rakete an. Und dann wackelt es weiter und sie liebt das, dann schläft sie einfach weiter. Sie schlummert jetzt und wir können essen. So. Dankeschön. Das Essen ist da. Das ist unsere Antipasti-Etagere. Die ist aber klein. Ich dachte, die wäre größer. Die wollten uns beide teilen, Anna und ich. Dann haben wir noch, achso, ich habe so eine Bowl. Sieht sehr lecker aus. Weiß ich gar nicht, was da alles drin ist. Ich glaube, das ist die falsche Bowl. Egal, die esse ich auch. Und Anna hat noch Nudeln. Guten Appetit. Anna testet jetzt dieses schwarze Brot. Und? Das schmeckt so verbrannt. Das schmeckt verbrannt, sagt sie zu diesem schwarzen Brot.
Ja, es sieht aber aus, guck mal, an einem Rand ist das doch auch verbrannt. Mhm. Ja, das ist doch verbrannt. Aber vielleicht ist das so Olive, meintest du, ne? Ja, aber ich glaube, das Rote ist nicht Olive. Tomaten? Achso, Tomaten. Tomatenbrot. Traurig. Okay, okay. Du musst auch den Rand abbeißen. Und dann sagst du mir, ob das schmeckt doch verbrannt. Ich find's lecker. Was? Wir haben nicht denselben Geschmack. Gut, hier der Rand ist verbrannt, ne? Ja, wahrscheinlich hatte ich eine verbrannte Ecke. Warum kannst du nicht sowas machen? Was? Wieso kannst du nicht sowas backen? Du kannst doch sowas mal backen. Kannst du nicht sowas mal backen? Was tust du? Ich will was damit in meine. Du hast alles, weißt du, an Technik, aber keine Halterung für ein Handy. Das war spontan. Jetzt wird gegessen. Also Anastasia schläft hinten. Wie findest du mein Baby? Süß. Neidisch kann man werden. Oh, mein Baby ist so süß. So, oh, das riecht so gut. Und jetzt zeige ich dir etwas super Leckeres. Nancy hat viel gekauft. Nicht alle für mich. Ja. Ich habe den kaputten bekommen. Guck mal. So, dann esse ich den kaputten, ja? Ja. Und ich habe nur einen bekommen. Sie hat alle weggekauft. Guck dir das an. Oh mein Gott, die sind so lecker. Bist du bereit? Ja. Oh, die sind echt so. Oh, guck dir das an. Wir haben das ja schon mal gegessen. Wir wissen ja, dass es lecker ist. Aber warum können wir das nicht selber machen? Das ist so gut, ne? Wie viel kostet einer? Die sind auch ganz schön teuer. 4,30 Euro. Also genieße es. Aber man muss auch bedenken, so ein kleiner Macaron kostet ja schon 1,90 Euro oder so, fast 2 Euro. Das ist ja ein Riesenmacaron. Und außerdem sind das frische Himbeeren drin. Oh nein! Sie hat's gerochen. Lass mir was essen. Und was sagst du danach? Ja, wir haben nur was zu essen gekauft. Wir haben nicht nur was zu essen, wir haben richtig viel gekauft. Okay, du hast nur ein Gitter gekauft. Aber ich habe richtig viel gekauft. Noch dieses Kulturtäschchen. Hm. Komm, iss auf. Oh Gott, wie schnell bist du denn? Du hast ja noch 3, ja? Und ich muss es mir aufbewahren. So, willst du noch teilen zu Hause? Nee. Ich glaube, ich muss Anastasia eh nochmal stellen, bevor ich losfahre. Okay. Ich hole sie mal, ja? Mhm. Oh, sie meldet sich. Oh, süß. Ich will auch. Das nächste machen wir zusammen. Ja, sag schon mal Bescheid. Bibi. Bibi hat auch Hunger. Erster Macaron. Nein. Was trinkst du hier rein, ne? Erster Macaron. Ja. Ach, sie hat ja helle Haare. Also nicht dunkel, so wie du. Das kommt noch alles. Nee, glaube ich nicht. Die kriegt die Haare wie die anderen auch. Nicht so wie wir schwarz. Also und deine. Ja, Kinder braun, auch. Ne? Ja. Aber ich hätte gedacht, schwarz setzt sich durch. Ja, also eigentlich normalerweise ja. Aber meine haben auch bei nicht. Uns nicht, ne? Die Puppies haben sich durchgesetzt. Willst du nochmal kuscheln? Ja. Ja. Aber muss aufpassen, sie zieht schon an den Haaren und so, ne? Ja. Kommst du. Ui. Oh Gott, ich will auch. Anna ist verliebt. Ja. Nimm dich mit. Nimm dich mit. Ja. Gibt's aber Ärger vom Papa, ne? Und von allen. Wenn ich die mitnehme. Ich bin wieder zu Hause. Und direkt begrüßt von meinem kleinen süßen Mädchen hier.
Ja, sie wartet nämlich schon, ne? Elisa, guck schon, was ich denn so eingekauft habe. Sie hat schon so ein bisschen geluschert. Dann packe ich das mal als erstes aus, Elisa. Denn es gibt da was zu essen. Das ist immer das Beste. Boah, hast du mir was mitgebracht? Schokolade? Kuchen? Ups. Boah. Oh. Sieht das lecker aus? Sieht nicht nur lecker aus, es sind die leckersten Macarons, wirklich. Ich habe sie einmal da gegessen mit der Anna. Was habt ihr denn für Mittag gehabt, sag mal? Was ist das denn hier, Beweisstück A? Selbstgemachte Sachen. Das ist was für Elisa, ja? Und dann sind von Johann und Clara auch noch hier was übrig. Oh, ist das lecker. Du hast aber ganz viel eingekauft. Ja, also eigentlich haben wir nicht so viel eingekauft. Das war voll süß. Anna war so verliebt in Anastasia, ne? Sie meinte die ganze Zeit, ah, sie ist so lieb. Und dann ist sie Anastasia eingeschlafen. Justus, hörst du mir zu? Ja, ich sehe. Ist Anastasia eingeschlafen und dann meinte Anna, ist ja so, als wäre sie gar nicht da. Also, ne? Also wirklich so ein liebes Baby und sie wollte sie klauen. Aber das darf sie nicht, das ist mein Baby. Nein. Hab ich gemacht. Ja, und das war ganz lustig. Also Anna wollte heute richtig viel Geld ausgeben. Sie meinte, sie wollte quasi die... 1 Million. Ja, die, wie nennt man das, Kreditkarte von ihrem Mann so richtig zum Qualmen bringen. Und dann kauft sie sich nur so ein olles Gitterteil, weißt du, für ihre Waffeln, zum Auskühlen, zum Kühlgitter für irgendwie 6 Euro. So süß. Also wir sind beide nicht so gut, glaube ich, im Shoppen. Aber genau, wir gucken mal kurz, was ich gekauft habe noch. Ich hoffe, du hast jetzt endlich was für dich gekauft. Ja, das war das Problem. Das ist immer das Problem, dass ich shoppen gehe und immer nichts für mich kaufe. Und dieses Mal habe ich auch wieder nur Küchensachen gekauft. Justus, guck mal, was ich krass gefunden habe. Ich habe mich so gefreut, ich habe da so rumgeschrien. Ich war schon so peinlich für Anna, weil ich mir, oh mein Gott, das hätte ich mir immer gewünscht. Okay. Ach, das ist ja cool. Ja, siehst du? Justus findet das auch cool. Ja, wegen den Kuchen. Also wenn Nancy Kuchen backt, wir haben nur so eine Glasglocke und darunter wird natürlich der Kuchen matschig. Genau, das haben wir gekauft. Hab ich gut gekauft. Hast du super gekauft. Das war jetzt etwas für dich, ja? Ja, das ist natürlich. Was sind die Klamotten technisch? Ich habe mir nichts an Klamotten gekauft. Also ist das... Aber ich habe Babyklamotten gekauft. Ja, das war klar. Guck mal schon wieder, was für Babys. Ach, und das muss ich dir erzählen, Justus, dass da war so ein Wollladen, also so eine Wolle. Nein. Was? Hör mir doch erstmal zu. Also da kann man Wolle kaufen. Also wie nennt man das denn? Garn. Nee, nicht Garn, Wolle. Wollegarn, ne, wie nennt man das? Auf jeden Fall gibt es da so ein Geschäft. Ja, da kann man halt dieses Wollezeug kaufen, um das selber zu stricken. Und dann habe ich da im Schaufenster gesehen, dass da aus Wolle schon Kinderklamotten waren. Und das war so eine süße ältere Dame. Was ist denn? Jetzt hören wir doch jetzt mal zu. Die kann man nicht waschen. Doch, die kann man waschen. Aber da war eine ältere Dame und die hatte die Sachen selber gestrickt und dann da ausgestellt. Und sie kam dann auch gleich zu mir, weil ich war so begeistert und meinte, oh, guck mal, nein, ich will sowas haben für Anastasia. Und ja, die hat sich voll gefreut. Ne? Und jetzt habe ich bei ihr so eine Jacke und eine Hose für Anastasia bestellt. Brauchst du jetzt 14 Tage? Um das zu machen. Ich freue mich voll. Und sie hat sich auch so gefreut, diese ältere Dame. Sie war auch so süß. Weißt, ich fand sie so süß. Die Einzige, die süß ist, ist die Mami. Und was ist die Nancy? Aber sie hat sich so gefreut, weißt, dass jemand so begeistert war von den Sachen, die sie gestrickt hat. Das fand ich so süß. Also jetzt noch Tränen in den Augen. Ich finde das so süß und dann habe ich gleich bestellt. Okay. Ja. Also bei Wolle-Sachen kann man sich ja dumm und dämlich bezahlen. Ja. Ich fand ihre Preise ganz gut. Also die Hose wollte sie 35 und so eine Strickjacke 45. Und ich meine, die Wolle kostet ja auch schon Geld. Ne? Und dann muss sie das ja noch stricken. Die Arbeitszeit ist das. Ja, ist ja Handarbeit. Ja, auf jeden Fall habe ich mich voll gefreut. Tue ich denn nicht in den Trockner? Okay, ich verstehe. Nee, sie hat eine gesagt, Hose, ja, ich habe die Hosen habe ich verkleidet von ihr. Gibst du es zu? Ja, das letzte also, Mal, die ich dir gezeigt habe, im Hall. Die passt dir jetzt schon nicht mehr, weil Justus sie einfach ja, in den Trockner... Ja, wenn du sagst, ich darf waschen oder ich soll waschen, dann wasche ich und kühle es in den Trockner rein. Justus tut alles in den Trockner. Alles 60 Grad und dann in den Trockner. Ja, kein Wunder dann, ne? Ich kann ja, aber was... Und dann oben an der Wolle raus und dann ist es gleich unterhalb der Püppchengröße. Dann muss ich das immer wegschmeißen, damit Nancy nicht sieht, was ich da alles verbrochen habe. Und dann wundert sie sich immer, dass so Sachen fehlen.
Das ist richtig. Wie viele Sachen ich schon. Und dann sehe ich immer, oh Mensch. Und das ist ja immer in so einem Haufen drin. Hey, war ein Fischhaufen. Und tue ich das rein? Und dann deshalb denke ich immer, wo ist denn dieses eine und eine? Das hatte ich dir doch gekauft. Wo ist denn das? Ach so, das ist, hast du verschwinden lassen. Ja, das wird dann... Dann denke ich mir, Mensch, bevor du jetzt die Diskussion mit Nancy aufmachst, warum das wohl passiert ist. Das ist, die Sachen sind richtig teuer. Ja, ne? Ja, deshalb meine ich ja. Ganz es so wäre vielleicht ganz gut, wenn man Sachen kauft, die man genau. auch waschen kann. Also Justus' Lösung ist einfach, solche Sachen nicht mehr zu kaufen, ja. anstatt etwas am Waschverhalten zu ändern. Ja, das ist natürlich logisch. Das müsstest du sonst separieren von allen Sachen und dann nochmal extra. Und dann hast du hier so ein Häufchen für Babywäsche. Guck mal, das habe ich gekauft bei DM, eine Kulturtäschchen für die Mädels, denn wir packen ja heute. Oh, ja, ja, ja. Ja, Elisa, da tust du dann deine Haarbürste rein, deine Haargummis und deine Zahnbürste und Zahnpasta, weil wir haben ein bisschen was vor. Freue ich mich schon drauf. Das ist für dich, das kannst du haben. Da sind auch so ein paar Sachen drin, die kannst du rausholen. Das ist nur Füllmaterial. Muss mal gucken. Was habe ich noch gekauft? Ach so, ich habe ja noch diese Tüten gekauft, genau diese Spritzbeutel. Total krass, ne? Also was ich schon alles heute gekauft habe. Und ich habe mich entschieden für diese drei Aufsätze. Nächstes Mal, wenn ich Cupcakes backe oder Torte oder so, dann habe ich so ein paar speziellere Aufsätze. Die sind auch richtig hochwertig, ne? Was ist das? Das ist Müll, das musst du wegschmeißen. Das ist dieses Chemiezeug, ne? Was immer in so neuen Sachen drin ist. Genau, und das Schildchen kannst du abschneiden. Guck mal. Das Schildchen kannst du abschneiden und dann. Das sieht sehr toll aus, Mami. Habe ich gut gekauft. Und dann hat mir die Anna was mitgebracht. Von sich noch. Hat sie mir ausgeliehen, so einen Walkanzug, weil ich habe ja gesagt, ich brauche einen neuen für Anastasia. Meinte sie, ich habe noch so einen. Soll ich ihn dir ausleihen? Voll schön. Naturfarbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das wird dann Anastasia tragen im Herbst, Winter. Und das war's. Also wir sind wirklich eher unterwegs gewesen wegen Essen. Wir haben sehr lecker gegessen im Restaurant. Und dann eben noch diese Macarons, super mega lecker. Ja, Anastasia kann jetzt endlich wieder strampeln. Aber ja, das ist gar nichts ausgemacht da unterwegs mit uns. Da war sie die ganze Zeit im Kinderwagen und hat da gespielt. Ne, Anastasia ist so ein liebes Baby. So süß. Und alle wieder so begeistert, weißt du, unterwegs. So, oh, ein Baby, immer gucken. Ja, schon süß. Jetzt kann sie wieder trainieren. Genau, in Vierfüßler. Aber in Vierfüßler, sie kann das jetzt ein bisschen noch krasser. Ja, super! Oh mein Gott, Anastasia. Oh, Justus, bald geht's los. Oh, Justus, sie geht gar nicht mehr runter. Sie bleibt die ganze Zeit im Vierfüßler, oh mein Gott. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.